Nope, definitiv nicht. Dazu müssen wir uns erst mehr Kombos kaufen. So, also Folterkammer. Anschluss an ein Treppenhaus. Mit wieder so einer seltsamen Statue, der wir nichts anhaben können. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir noch später. Auf jeden Fall hier haben wir eine nicht ganz nette Decke, die wir lieber nicht berühren sollten. Und ein paar solche Pünktchen, mit denen wir auf die andere Seite gehen sollten. Hopp, hopp. Ja, und jedes Mal, wenn wir runterfallen, dann kann ich das auch zeigen, passiert wieder das hier. Also ein neuer Kampf. Das kann mitunter sehr zeitraubend sein. Aber so kommen wir wenigstens auf gute Bewertungen. Ja, wieder Atomic. Und es geht weiter. Kamera, danke. Ja, sprich, wir sollten das da oben mit Gelassenheit machen und ganz gemütlich durchspringen. Entschuldigung. Ich bin schon etwas müde. Ja, das war auch so, ja, wenn man die Decke berührt, dann fällt man natürlich um, wieso auch immer. Und fällt natürlich auch gleich hier runter. Na, bekommen wir nichts Besseres? Nur kein Arsch. Aber okay. Sorry, schon wieder. Was ist denn heute los? Nur weil ich schon etwas müde bin, brauche ich doch nicht gleich hier anzufangen. So, go. Ja, das meinte ich. Deshalb hatte ich es vorher schon erwähnt. Und je öfter wir natürlich dieselbe Technik benutzen, desto weniger Wertung bekommen wir dafür. Deshalb ist es natürlich auch wichtig, möglichst viele Techniken zu besitzen, damit wir eine höhere Wertung bekommen können. So, vierter Versuch. Einmal und einmal, zweimal.
Einmal, zweimal, dreimal und einmal, zweimal und einmal, zweimal. Natürlich, das dritte Mal konnte er nicht greifen, denn keine Ahnung, etwas war im Weg oder so. So. Aber zum Glück mit dieser Attacke geht das doch recht schnell. Das Lästige ist nur, man muss natürlich immer wieder von vorne anfangen. Und wenn dann ein so ein verdammter Stachel irgendwie, keine Ahnung, den eigentlich unbesiegbaren Nero mal so kurz am Hinterkopf piekst, dann fällt er gleich mal einen Stockwerk tiefer. Na geht doch. So. Ja, dieses blaue Ding bedeutet, da ist eine Barriere. Da kommen wir auch nicht drüber. Auf jeden Fall, wir sind jetzt einen Stockwerk höher. Ich kann gerne mal die Kamera ein bisschen drin. Okay, nee, kann ich nicht. Sie ist fest verankert. Hier haben wir auch eine Barriere. Sprich, wir können nur in die eine Richtung. So, wie ist das hier geplant? Das ist folgendermaßen geplant. Einmal. Ich weiß nicht, musste man hier von der Seite hoch? Oder ist das dann über Treppen? Vielleicht brauchte man dafür aber auch den Double Jump, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, hier ist wieder mal große Blockade. So, zweimal versuche ich es noch. Moment, so. Einmal noch hier. Okay, nee. Kommen wir jetzt so nicht hin. Dann gehen wir weiter. Zentraler Innenhof. Ja, da haben wir diese listigen Viecher. Und wir können die aber netterweise so relativ gut vernichten. So. Ja, da unten werden wir dann später auch noch hinkommen. Aber fürs Erste sind wir bei den Wasserfällen. Ja, und diese Stelle hier, die ist ganz wichtig und ich denke, war hier auch noch irgendwas. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Sieht aber nicht so aus. Und zwar hier, man sieht, hier ist so ein grünes Etwas und wir kommen da gerade aus irgendwelchen Gründen nicht ran. Geht doch. So, okay. Und zwar hier. Merkt euch diese Stelle schon mal. Wir sehen auf der Karte, die Brücke ist nicht da, sie ist unterbrochen. So, du kannst unseren Verschluss nicht lösen, nur ein anderer hat diese Kraft. Wer das sein wird, das verrate ich jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, es gibt noch einen zweiten Charakter. Also einen zweiten Spielbahn. So, selber Spaß nochmal.
bist du noch diese Art, weil wir so erstens mal die Gegner davon abhalten können, dass sie uns angreifen, beide gleichzeitig. Und zweitens, dass es auch relativ schnell geht, sie zu besiegen. Na, da höre ich doch etwas. Ja, hier geht's dann auch weiter, aber ich denke, wir sollten erstmal auf diese Aussichtsplattform, weil ich nicht weiß, wieso. Ich sehe gerade nicht, dass sie für irgendwas nützlich wäre, aber sie muss ja für irgendwas da sein. Na dann gehen wir wohl wieder nach drin, denn draußen ist es sowieso viel zu kalt. So, und jetzt sind wir auf dieser Seite. Oh nein, wir können hier immer noch nicht durch. Hier hätten wir dann wieder so ein Verschluss-Löseteil. Oder ein Drehverschluss, oder wie man es auch immer nennen möchte. Auf jeden Fall, dadurch verschwinden jetzt diverse Barrieren und wir können uns einigermaßen frei bewegen. Wieso einigermaßen? Weil, ja, wir können jetzt zwar hier überall rumlaufen, aber das gilt nicht für draußen. Und das war jetzt eigentlich hauptsächlich für diese Tür, aber ich kann euch von mir aus nochmal das riesige Bild zeigen, und da oben ist ein Lebensitem. Ja, da kommen wir so noch nicht hoch. Also, das ist der werte Herr. Ihm ist scheinbar dieses ganze Kloster, Schloss, was auch immer gewidmet. Weil er das spirituelle Oberhaupt ist und das Ganze ja eigentlich fast ein religiöser Kult ist. Nächster Kampf. Und zwar diesmal mit... Mal sehen, kommen sie schon? Kommen sie noch nicht? Nee. Schauen wir noch nicht. Na dann. So, das war's soweit mal zum Kampf. Und wir haben dann auch noch diese Dinger. Die schöne Deko hier. Die uns fleißig mit allen möglichen Kristallen versorgt. So. Ja, ein paar Bilder. Und die Bibliothek. Zumindest, ich denke, der Weg zur Bibliothek. Denn eine Bibliothek ist niemals draußen. Niemals. So. Na? Okay. Wir haben 6000. Das bedeutet, das bringt uns leider noch nichts. Aber wir haben folgendes Glück. Wenn wir ein einzelner... Ja, danke, tolle Tür. Eine einzelne Scherbe, ein einziges Fragment mehr finden, dann haben wir wieder eine volle Kugel und bekommen wieder mehr Leben. That's one way to get yourself shot. So, you after this guy too, or just here to catch some demons?
Tja, Problem ist, er ist ein Dämon. Wie wir bereits gesehen hatten. Ein Dämon in einer Rüstung. Oder auch ein Kämpfer für den Orden. Ja, und der kann genau diesen Angriff, der uns ziemlich auf den Keks gehen kann, aber wir haben die Möglichkeit, von hinten anzugreifen. Oder von oben. Oder von allen anderen Richtungen, außer da, wo er das Schild hat. So, dann hätten wir hier wieder ein paar mehr. Hallo, ich würde gerne mal was sehen. Das ist eine Idee. Danke. Der nächste und der, ich hoffe, letzte. Wie gesagt, von vorne eigentlich unverwundbar, von hinten jedoch relativ einfach. Ja, die Rüstung ist leer, weil Dämon und wir irgendwie so Dämonen vernichten können oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr, leider. It's not a good sign. Unser zweiter Gegenstand. So, aber hier haben wir noch ein paar solche roten Kugeln. Und noch so eine Vase mit ein paar grünen. Und eine verschlossene Tür und das Ding ziemlich zu hacken können, weshalb auch immer. Hier sind keine. Okay, dann nehmen wir uns mal das zweite Objekt. Das ist auch relativ praktisch für uns. Falsche Hand. Ja, Anima Mercury, damit können wir Gegenstände zum Leben erwecken. Ja, Rang B ist ja nicht so schlecht. Plus 700 ist auch ganz gut. 800 genau, sehr schön. Ja Leute, dann war es das jetzt mal für, ich weiß nicht, für heute, zumindest für jetzt. Ich sage danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.